Der stirbt trotzdem. Was? Hä? Der sollte doch brennen! Typ versteckt sich da hinten. Komm raus. Ja? Ja? Ich werde dich finden. Und dann war's das. Zack, tschüss. Hey Leute, da liegt ein toter Hauptmann. Oh. Das war keine Aufforderung, mich zu finden. So. Tschüss. Hey. Was? Wee. Was ist das eigentlich? Ich glaube, das werde ich irgendwann einen anderen Mal herausfinden, Alter. Ich spreng dich um. Wie gut, dass der eingefercht war zwischen diesen Steinen und meinem Schwert. Konnte er nicht fliehen. So, ich wollte aber jetzt die Papyrusse endlich mal angehen. Ich habe so viele davon. Und ich habe noch gar nichts davon gelöst. Oh, Moment, habe ich eine... Nee, habe ich keinen Punkt mehr. So, Papyrusse. Kann ich überhaupt noch mehr tragen? Bestimmt. Komm und finde mich in Siva, am Boden der einzigen Schale, die groß genug für einen Gott ist. Die Frage ist, wo könnte das sein? Am Boden der einzigen Schale, die groß genug für einen Gott ist. Wir müssen auf jeden Fall nach Siva. Ist ja auch gar nicht weit weg. Einzige Schale, die groß genug für einen Gott ist. Ist das eine Schale? Oh, die Papyrusse, das wird sowas von schwer sein. Was ist damit nur gemeint? Also diesen Papyrus habe ich hier gefunden. Die Frage ist, was wird als Schale... Was ist als Schale dann gemeint? Kann man das von hier aus schon irgendwie sehen? Gebe ich mal ein Herz. Wer sucht, der findet. Ja. Oder vielleicht mache ich leichtere Dinger. Am Boden der einzigen Schale. Ja, toll. Weil das ist schon ein bisschen eher eine Wegbeschreibung. Einige hundert Meter nordwestlich des Sachomet-Tempels im Yamu-Amario-See gibt es einen tollen Ort für ein Rendezvous. Er ist voller Dattelpalmen und umgeben von der Wüste und einer steinernen Umrandung ohne Ausgang. Dort findest du mich. Das kann ich mir doch erst nicht merken. Kann ich es irgendwie auswählen, dass ich es mir immer wieder vor Augen habe? Nordwestlich des Sachmet-Tempels in Yamu. Sachmet-Tempel in Yamu.
Sach mit Tempel im Janu. Sach mit Tempel im Janu. Wie hieß nochmal der Kontinent oder Ort? Eher gesagt, Kontinent, genau. Halt diese Region. Mariutsee. Mariutsee heißt die Region. Heißt die wirklich so? Ich glaube nämlich auch nicht. Ist auch ein Ort. Fuck. Was ist das für ein Ohr sei es? Alexandria. Es erweist sich jetzt schwieriger als gedacht. Ich sollte, wenn ich die Dinge aufhebe, auch sofort am besten lösen. Ich untersuche jetzt jedes hier. Marianka-Platz, enge Kluft. Was ist das? Schnellreise. Mariutsee? War das nicht der? Mariutsee. Sachmet-Tempel. Das ist auf jeden Fall der Mariutsee. Ah, Lake Mariotis, natürlich. Jetzt suche ich einen Tempel. Das ist ein Tempel, aber ich glaube nicht der. Tempel der Sache mit den Yamu, da müssen wir hin. Haben wir es doch gefunden. Ob ich jemals was finden werde, ich bezweifle es. Es müssten eigentlich Orte sein, die auffällig sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so ja, irgendwo random irgendwas rumliegt. So 100 Meter nordwestlich. Das ist oben und links. Er ist voller Dattelpalmen und umgeben von der Wüste und einer steinernen Umrandung ohne Ausgang. Hundert Meter. Das da? Weil das sind Dattelpalmen. Oder das. Also,
Aber das ist auch keine 100 Meter. Das sind mehr als 100 Meter. Hä? Ich könnte ja die Orte erstmal absuchen. Einige hundert, okay. Das macht's mir noch einfacher. Also haben wir zwei Orte. Den und den. Ich könnte mir vorstellen, dass es das ist. Okay, geht's los. Wenn da nichts ist, wir werden es ja merken, das ist eine steinerne Umrandung, wird es da nicht sein. Was stand da noch mit... Er ist voller Dattelpalmen umgeben von der von der Wüste und einer steinernen... Okay, von der Wüste, also das kann es nicht sein. Dieser Ort sieht sehr verdächtig aus. Ach komm! So. Dann reiten wir mal dahin. Das kann nur da sein. Und nächstes Mal mache ich die sofort, wenn ich die aufhebe, weil das kann nur dann halt mit der Umgebung zu tun haben. Ja, steinerne Umrandung. Das ist ja perfekt hier. Irgendwo hier. Gehen wir mal rein, vielleicht passiert irgendwas. Vielleicht entdecken wir was. Kann ich den ganzen Ort absuchen? Aber es muss hier sein. Ein anderer Ort kommt mir jetzt gar nicht in den Sinn. Umgeben von Wüste, umgeben von steinernen Dingens. Jetzt muss ich nur wissen, wo. Du bist zurück. Du wirst nicht mehr länger belästigt. Ist Sophronius tot? Ja. Ich wünschte, ich hätte ihm die Kehle aufgeschlitzt. Nein, tust du nicht. Bitte verzeih mir. Ehrlich, ich danke dir für deine Hilfe. Jetzt muss ich das alles wieder aufbauen. Doch eines Tages gehe ich zurück nach Alexandria. Die hat nichts mit dem Papyrus zu tun, glaube ich. Ich weiß nicht mal, was damit auf sich hat. Ich weiß noch nicht mal, was ich suche. Das wird ja gar nicht erklärt. Und einer steinernen Umrandung ohne Ausgang. Dort findest du mich. Steinernen Umrandung ohne Ausgang.
Ha! What the fuck? Was habe ich denn da bekommen? Ich hab besseres Schild. So. Rätsel Nummer 1 gelöst. So. Im Zentrum des Nomos Neret Mehetet findest du mich versteckt in einer Schlucht nahe Antilla. Ich bin unter einem Baum, der sich für einzigartig hält, aber nur weil die nahegelegenen Felsenbrücke ihm die Sicht auf die andere Seite versperrt. Okay. Schlucht nahe Antilla. Nomos Neret Mehetet. Nomos Neret Mehetet ist, glaube ich, ein Gebiet, eine Region. Oder? Oder? Nein. Oh, ja, was suche ich nochmal? Nomos Neret Mehetet. Jetzt muss ich nur noch Nomos Dingens... Alter, fick dich doch. Wir haben nichts gesagt. Canopus. Apopolodoros. Was ist das? Dorfsau. Dorfsau. Das sei es. Letopolis sind ja auch nur Städte. Das ist nicht das, was ich suche. Hey, so stehen sogar die Namen da. Wollt ihr mich verarschen? Submenome? Submenome. Schlucht nahe Antilla. Was? Diesen Ort gibt's doch gar nicht hier. Den habe ich bestimmt noch nicht entdeckt. Antilla. Das ist eine Stadt. Die habe ich noch gar nicht entdeckt. Kann das sein? Ich sehe hier keinen Antilla. Boah, was? Ich soll nach Orten suchen, die hier gar nicht auf der Karte irgendwie eingezeichnet sind, oder was? Boah, wie mir das gerade auf den Piss geht. Die ganzen Namen hier.
Schlucht von Schlag mich tot. Wie soll man auf so einer großen Karte so einen Fleck suchen, ey? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Aber dafür stoppe ich mal die Aufnahme.